So, jetzt wo wir alles abgekrabbelt haben, nix wie Nonna. Ah, guck mal da. Dass wir nicht alles noch öffnen können. Dieses Geräusch da gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ah, Flintenmunition. Gut, da laden wir doch direkt mal nach. Die ist noch voll sauber. Was nicht so sauber ist, ist natürlich mein Gesundheitszustand, aber was muss, das muss. NRL1 und 2. Also für alles läuft dafür ein Film. No spares in this game, okay? Sudden Death Bowling. Wolf of the Battlefield. Disaster Movie. Das kann ich nicht lesen. Ah! Gute Arbeit, Supercop. Bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai, wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn es drauf ankommt. Wir machen mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon. Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey! Ich verschaffe euch Zeit! Hey, warte! Warte, Jill! Sauber, Jill. Echt ganz cool gelöst. Wirklich. Komm schon, du verdammter Stalker. Du willst Stalker, habe ich das aufgenommen? Ja, okay. Ich gebe dir Stars. Oh, shit. Abonnen und weiter geht's. Come on, move, move, move. Verdammter Freak. Oh, no, das war sinnbefreit. Öffne es! Tschüss! Lauf! Oh, fuck! Komm, komm! You are kidding me, right? Fuck it! Warte, warte! Uah. Weg, 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 weg! Ah, komm, öffne es! Jill, ey, what? Habe ich noch Granaten? Ja, okay, eine. God damn it! Ah, lauf! Okay, komm, lauf! Jill, fuck it, lauf einfach. Er hat was verloren, aber das, da komme ich jetzt echt nicht mit klar. Wir müssen hier weg. Komm! Ah, Gott sei Dank. Nix wie raus hier. Okay, warte mal. Da passt er im Leben nicht durch. Go! Hä? Warnung, ah, so eine Überraschung. Ich hätte das aufheben sollen, was auch immer er da eben hinterlassen hatte. Okay, dann haben wir jetzt vielleicht erstmal temporär Ruhe. Carlos! Muss einen anderen Ausgang finden. Jo. Aha, einen Weg nach draußen finden. Rote Kräuter. Hm. Pistolenmuni. Lindenmuni. Gut, die hätte ich natürlich ins Gesicht schießen können. So ist nett. Ich habe trotz alledem nichts zum Heilen. Wie cool ist das? Nicht wirklich. Guck mal da. Karte der Kanalisation. Okay. Oh, was ein Glück ist die. Nicht groß. Und es gibt zwei Etagen. Na, super. Wo ist denn die Treppe nach da oben? Da ist ein Labor. Okay. Gucken wir da mal. Ja, perfekt. Solange der nicht wieder auftaucht, ist alles gut.
Gibt's da eine Tür? Ah, hier schon mal nicht. Eine Karte der Umgebung, perfekt. Ja, ja. Was war das? Ach, das willst du doch gar nicht wissen. Kommen wir da ran? Natürlich nicht. Denn nicht so, als könnte sie sich nicht wenigstens mal abmühen, da ranzukommen. Erhöhte Kanalsicherheit in den Kontrollbereichen der Anlage. Wurden unbefugte Personen gesichtet. Aus diesem Grund ersetzen wir die alternden mechanischen Schlösser und implementieren neue Sicherheitsregeln. Das Entsperren der neuen elektronischen Schlösser erfordert einen speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Bitte führen Sie Ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn Sie sich in der Anlage bewegen. Das heißt, wir kommen hier nicht rein. Kein Akku. Ja, stand wohl irgendwie da drin, Jill. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal da in die Brühe. Ich befürchte Schlimmstes. Allerschlimmstes. Im Übrigen. Ja, wundervoll. Da müssen wir wohl runter. Na gut, komm. Hui. Du sagst es. Oh ja. Goodie. Dann. Akku benötigt. Okay. Und hier so. Verschlossen. Überraschung. Nee, echt jetzt. Verschlossene Tür. Was haben wir da hinten dran? Die Wache. Da ist ein Sternchen. Ich glaube, da müssen wir hin. Irgendwie. Geht nur jetzt gerade so nicht. Na gut. Dann müssen wir doch erstmal da unten lang. Gut. Ah. Granate. Okay, immerhin eine. Hallo. Friss das. Komm, friss es. Der lebt aber noch, oder? Nee, ich glaube, er ist tot. Ja, he dead. Okay, awesome. Wir sind immer noch nur auf Warnung. Nur. Was zum Teufel war das allerdings? Okay, hoffentlich komme ich da rein. Gut. Was haben wir da? Was ist das? Sprengstoff B. Mitnehme. Ich glaube, daraus können wir doch bestimmt was Explosion-Technisches machen. Tagebuch des Forschungsassistenten. 4. März, Wassertemperatur 18 Grad, pH 6,8. Gammas wurden das erste Mal aus ihrem Tank rausgelassen, Bewegung träge, Kampfpotenzial gering. 18. April, Wassertemperatur 20 Grad, pH immer noch gleich. Mit zusätzlichen Hormonen und Medikamenten experimentiert. Eine der Änderungen lieferte positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotenzials. Das betreffende Exemplar kann sich jetzt schnell bewegen und Beute in einem Stück verschlingen. 30. Juni, 22 Grad, pH 6,2. Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir konnten einige Exemplare mit hohem Potenzial aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan Charles Schizzle ist mehr als je zuvor entschlossen, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. 14. August, Wassertemperatur 25 Grad, pH 5,8. Ist jetzt 2 Wochen her, seitdem wir die Kanalisation umgezogen sind. Die höheren Temperaturen führten zu einem Abfall der Wasserqualität, aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach 2 Tagen angefangen, den Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind uns freundlich gesinnt. Ich habe uns aber als Schutzmaßnahme leistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden. 1. September, Wassertemperatur 23 Grad, pH 6,1. Wir hatten Glück, dass wir uns diesen Ort sichern konnten, indem wir den Abteilungsleiter der Kanalisation bestachen. Aber es wird langsam eng, da die Gammas noch weiter wachsen. Wir sollten uns um andere Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. 9. September, Wassertemperatur 21 Grad, pH gleich. Ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hat sich in unserem Labor verirrt, aber die Gammas haben ihn unverzüglich eliminiert. Dies beweist ihre Feldtauglichkeit. Ich werde morgen Umbrellas europäische Zweigstelle kontaktieren. Vielleicht haben die ja Einsehen. Oder die ja Einsehen. Wow. Rechnung vom Gunshop Kendo.
Vielen Dank für den Kauf eines XXXXXX-Granatwerfers. Wir haben besondere Modifikationen vorgenommen, die die Waffe mit einer Vielzahl an Munitionsarten kompatibel machen. Stellen Sie für die optimale Leistung sicher, dass die richtige Munition für die Situation verwenden. Da es sich bei dieser Waffe um ein general überholtes Modell handelt, verfügt sie nicht über eine Automatik. Das verringert zwar die Schussfrequenz, aber diese Tatsache wurde im Preis berücksichtigt wie abgesprochen. Handschriftliche Notiz auf der Rückseite. Explosive Granaten, Sprengstoff A zweimal, Brandgranaten, Sprengstoff A und B, Säuregranaten, Sprengstoff B zweimal. Minengranaten können nicht einfach hergestellt werden, es lohnt sich nicht, welche zu besorgen. Die würden uns gegen die Gammas nichts helfen, okay? Und da ist der Grenade Werfer. MLG, Werfer in the house. Ist okay, I'll take that. Und da können wir save on und vor allem können wir jetzt irgendwas anderes hier einlagern. Da wir jetzt den Granatwerfer... Ich glaube, wir werden die Shotgun so lange mal wegtun. Mitsamt der Muni. Moment, das es war nur die Muni. Und die Shotgun, okay. Denn, jetzt haben wir das Ding am Start. Beziehungsweise, ja, na, für den Notfall sollte ich die Schrotze vielleicht doch aufheben, aber dann habe ich keinen Platz mehr im Anzugsinventar. Ja, das wäre nicht so cool. Ne? Haben wir da noch was? Gut, also ich denke, dass wir doch mit dem Granatwerfer auf jeden Fall, das sind Brandgranaten, die Viecher ausschalten können, je nachdem wie viele es sind. Ja, wir sehen auf der Map, wir haben nichts vergessen, alles klar, ab geht's. Da liegt das eine wobbelige Ding. Ob hier noch mehr sind? Na klar, da ist noch eins. Burn! Piece of shit. Die? Stirbt es? Es stirbt. Good. It's dead as shit. Good, 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 good. Hey, wow, 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 ein Stück zurück. Jill, und gib ihm. Jetzt ist eh rum. Jetzt brauchen wir die Shotgun eigentlich wieder. Ist natürlich schon cool, dass er zwei Plätze verbraucht. Nicht. Jill, Licht? Nein? Okay, wo sind wir jetzt hier? Labor, okay. Da finden wir doch bestimmt noch den ein oder anderen Sprengstoff. Sprengsoff! Bestimmt. Wenn's aufgeht. Ah, it opens. Gut. Kein Sprengsoff. Heilung wäre auch mal irgendwie angesagt. Was haben wir da? Das. Der Akku! Great. Jo. Oh, war so klug, ist der nicht auch riesig. Was können wir denn hier machen? Können wir da irgendwas zusammenstellen? Das sieht fast so aus. Hochwertiges Jizz-Pulver. Und eine Notiz. Ein Liebesbrief? Fragezeichen. Meine kleinen Lieblinge, es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erschauern. Eure liebreizenden kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffen untauglich wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führten eure fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Okay. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr, meine geliebten Hunter-Gammas, wahrhaft überlegen seid. Ich meine, sie sind nicht ohne, aber sie sind auch nicht richtig geil, ne? Cheese-Pulver? Ja, ich habe keinen Platz mehr. Also, ne? Was Glück habe ich den auf jeden Fall dabei. Glück. Noch mehr Schießpulver. Das ist... Oh, Sprengsoff A. Noch besser. Sprengsoff A. Aber ich kann nichts mehr aufnehmen. Oder kann ich es tauschen?